Hi Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Heute teste ich für euch die GoPro 4 Black Edition. Wie schon gesagt, teste ich heute die GoPro 4 Black Edition. Ich halte die GoPro gerade in meiner Hand ohne Gehäuse. Das Mikrofon ist also freigelegt und ich möchte mit dieser Anmoderation zeigen, wie die Mikrofonqualität ist. Die ist durchaus gut und auch ziemlich brauchbar. Natürlich im Gehäuse ist das alles dumpfer und ab höheren Geschwindigkeiten bzw. mit dem wasserdichten Gehäuse sowieso eigentlich nicht mehr brauchbar. Aber das Mikro macht schon eine ziemlich gute Arbeit und man hat natürlich auch die Möglichkeit, extern Mikrofone anzuschließen. Da muss man sich jedoch noch einen zusätzlichen Adapter holen, um dann das Mikrofon per USB-Adapter anzuschließen, weil einen Mikrofoneingang gibt es in der GoPro 4 nämlich nicht. Und wir wechseln jetzt mal direkt zu den Hard Facts der GoPro. Die Bedienung der GoPro 4 läuft, wie schon von den Vorgängern gewohnt, durch die beiden Knöpfe sehr einfach. Mit dem vorderen Knopf lange gedrückt halten, schaltet man die Kamera dann ein und kann durchs Menü zappen. Man kann die verschiedenen Einstellungen wechseln, zum Beispiel vom Videomodus in den Fotomodus, in den Multimodus und auch in die Einstellungen. Und um dann in einen Modus weiter reinzugehen, drückt man die obere Taste und das ist sozusagen die Bestätigungstaste. Also mit der vorderen Taste wechselt man die Menüpunkte, mit der oberen Taste bestätigt man sie. So kann man zum Beispiel Aufnahmen starten oder auch in den Einstellungen die jeweiligen Einstellungen mit der oberen Taste dann verändern. Um in die Einstellungen vom jeweiligen Modus zu kommen, hat sich GoPro bei der 4er paar Gedanken gemacht und die seitliche Taste, die schon bei der 3 und 3 Plus als Wi-Fi-Taste bekannt war, jetzt zu einer Einstellungstaste gemacht. Und zwar kann man jetzt zum Beispiel im Videomodus dann in die Untereinstellungen für den Videomodus wechseln, um dann schnell und bequem die Einstellungen für die Bildauflösung oder die Helligkeit oder Pro-Tune an und aus zu wechseln. Wenn man die Taste an der Seite jedoch gedrückt hält, schaltet man damit das Wi-Fi jeweils an oder aus. Mit der Einstellung ProTune hat man die Möglichkeit, die Bildeinstellungen manuell vorzunehmen. So hat man die Möglichkeit, den Weißabgleich zu verändern oder den ISO-Bereich. Kommen wir zu den größten Neuerungen, was die GoPro 4 Black Edition angeht. Und zwar ist es zum einen, 4K-Aufnahmen sind jetzt in 25 Bildern die Sekunde möglich. Also endlich ein flüssiges Bild. Vorher ging es leider nur in 15 Bildern die Sekunde. Leider hat sich in Sachen Zeitlupen nichts getan. Man hat ja gehofft, dass zumindest mit 720p Aufnahmen mit 240 Frames die Sekunde möglich wären. Das ist nicht der Fall, da ist maximal 120 Frames, aber auch bei Full HD sind es 120 Frames. Also Zeitlupen kann man schon aufnehmen. Man möchte aber trotzdem immer noch ein bisschen mehr und ich hoffe, dass da GoPro in Zukunft auch noch etwas tun kann und auch etwas noch möglich ist. Weitere großartige Funktionen sind dazugekommen und zwar die Night-Modi. Wir haben jetzt Night-Photo und Night-Lapse. Night Photo habt ihr die Möglichkeit, Langzeitbelichtungen zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, im Menü einzustellen, wie lang die Belichtung sein soll. 5 Sekunden, 10 Sekunden, bis zu 30 Sekunden oder auch auf automatisch kann man die Kamera stellen. Und dann macht man eine Langzeitbelichtung. Ich habe das Ganze mal getestet an einer belebten Straße, wo viele Lichter waren, am Alexanderplatz.
viele Lichter drumherum, viele Autos, die vorbeigefahren sind. Ich wollte die Lichtzieher fotografieren, die so sich überschneiden. Das hat nicht so gut funktioniert, weil das Bild dann zu hell war. Selbst bei einer Belichtungszeit von 5 Sekunden war das Bild viel zu hell. Wir haben bei der GoPro nämlich eine Offenblende von 2,8 und können sie nicht schließen. Auch in den Einstellungen geht das noch nicht. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht etwas tun kann, dass man die in Zukunft schließen kann. Man kann natürlich auch ND-Filter benutzen für die GoPro. Es gibt ND-Filter extra für GoPros. Ich habe so einen nicht zur Hand gehabt, deswegen konnte ich das auch nicht damit testen. Aber damit kann man natürlich die Linse ein bisschen abdunkeln und dann auch länger belichten. Aber an Orten, wo nicht so viel Licht drumherum ist, funktioniert das super. Ich habe das Ganze am Wannsee auch mal getestet und an der Autobahnbrücke, wo ich da schon dachte, okay, da könnte es vielleicht zu hell werden, aber wurde es nicht. Die Lichtzieher und Langzeitbelichtungen sind echt super geworden. Ich habe fotografiert mit ProTune, also manuelle Einstellungen und auch im Flat-Modus, damit ich halt möglichst viel Detailreichtum und möglichst viel Dynamikumfang habe, um dann später in der Bearbeitung noch mehr rauszuholen. Ich blende euch die Bilder aber alle original ein, ohne irgendwelche Bearbeitung. Pardon, damit ihr seht, wie das im Original aussieht. Mit Nightlapse habt ihr dann auch die Möglichkeit, die Nightfotos als Timelapse zu machen. Also zum Beispiel, wenn ihr Sterne timelapsen wollt oder die Milchstraße oder sonstiges, dann geht das auch jetzt mit der GoPro. Und zwar kann man dann auch die Langzeitbelichtung natürlich einstellen, aber auch die Intervalldauer, wie groß die Intervalle sein sollen zwischen den einzelnen Fotos. Kommen wir zum Fazit. Die GoPro 4 Black liefert erstklassige Bildqualität. Sowohl im Videomodus als auch im Fotomodus als auch im Night-Modus hat man echt super Bilder. Sie sind scharf, sie sehen gut aus. Und wenn man ProTune benutzt und die Kamera manuell einstellt, hat man sogar noch mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Vorausgesetzt, man benutzt noch zusätzlich den Flat-Bild-Stil, dann hat man viel mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung, die Bilder noch schicker zu machen, gerade was die Farbkorrektur angeht. Die Akkulaufzeit hingegen finde ich jetzt nicht so gut. Bei meinen Tests hier zum Beispiel in meinem Zimmer, optimale Wärmebedingungen, Kamera war nicht im Gehäuse, also sie konnte nicht überhitzen, lief die Kamera am Stück circa 1 Stunde 45 Minuten. Bei meinen Tests draußen war das deutlich weniger, da waren es circa 0 bis 4 Grad, die Kamera war im Gehäuse. Ich muss aber auch sagen, das Wi-Fi der Kamera war eingeschaltet, was ziemlich viel an Strom saugt und da waren es nur 40 bis 45 Minuten. Wenn ihr also Strom sparen wollt, immer das Wi-Fi ausstellen, solange ihr es nicht benötigt. Immer nur dann einschalten, wenn ihr auch wirklich die Kamera fernsteuern wollt mit dem Smartphone oder mit der Fernbedienung. Ansonsten ausschalten, weil sonst saugt es ziemlich viel an Strom. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, auch sich Ersatzakkus zu holen. So teuer sind die auch nicht. Es gibt noch weitere Dritthersteller, die auch nochmal günstigere Akkus haben. Also das sollte nicht das Problem sein. Lohnt sich der Umstieg von der 3 Black oder 3 Plus Black auf die 4 Black? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also es kommt darauf an, was man selbst haben möchte. Braucht man 4K mit 25 Frames die Sekunde? Braucht man den Night-Modus, also sowohl Night-Foto als auch Night-Lapse? Dann natürlich, dann lohnt sich der Umstieg. Wenn man diese drei Sachen nicht benötigt, dann lohnt sich der Umstieg nicht. Die Bildqualität war auch schon bei der 3er und 3 Plus sehr gut und bei der 4er ist sie auch natürlich sehr gut, aber es ist kein gewaltiger Quantensprung jetzt in diese Richtung passiert, sondern einfach nur wirklich die 4K mit 25 Bildern und der Night-Modus. Wenn man das nicht benötigt, dann reicht auch die 3 Plus oder die 3er. Der Unterschied zwischen der 3er und der 3 Plus war ja auch nicht so gewaltig und jetzt ist der Sprung auch nicht so riesig. Bloß halt mit den Frames in den 4K. Ich bin gespannt, was GoPro da noch liefern wird bei einer 4 Plus oder 5er oder so, was da noch kommen wird, weil diese Kamera ist schon ziemlich gut und kann sehr viel und ich finde auch der Preis von 450 € circa ist auch gerechtfertigt. Also dafür kriegt man eine echt sehr gute Kamera, die in vielen Situationen einen sehr guten Job macht. Klar, im Lowlight-Bereich ist sie jetzt nicht so stark, aber Actioncams sind halt nicht für Lowlight-Bereiche ausgelegt. Die brauchen halt Licht und sowieso, welche Kamera ist schon im Dunkeln stark? Selbst eine DSLR ist da auch nicht sonderlich gut. Da muss man auch die ISO hochschrauben oder Langzeitbelichten oder so. Und das Langzeitbelichten kann endlich die GoPro 4 und damit
wird sie schon zu einem starken Konkurrenten, finde ich, für DSLRs, gerade im Bereich so für Quadrocopter. Da kann man den DJI Quadrocopter ja benutzen und die GoPro dranhängen. Und da liefert sie erstklassige Bilder. Man kann ja auch den Bildwinkel verstellen, also von weit auf nah zum Beispiel oder auf mittel. Und dann hat man auch nicht mehr diesen enormen Fisheye-Effekt, oder man rechnet den Fisheye-Effekt später in After Effects raus. Also da könnte die Kamera schon zu einem ernsthaften Konkurrenten werden für größere Kameras. Ich bin gespannt, was noch so kommen wird, und mich würde auch interessieren, was ihr davon haltet. Also, wie findet ihr die Kamera? Wie hat sie euch gefallen? Vielleicht hat der ein oder andere schon die Kamera und kann sogar noch aus erster Hand direkt berichten, wie er sie findet. Postet es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat der Test gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich darüber. Es hilft mir auch sehr, zu sehen, ob euch sowas gefällt oder nicht. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Kostenlos abonnieren und ihr verpasst keins dieser grandiosen Videos mehr. Und davon werden noch einige dieses Jahr kommen. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns am Samstag wieder mit einem neuen Video-Review. Bis dann!